Guten Morgen, Milo. Guten Morgen, Milo. Oh Gott, wie langsam dreht er sich um? Wollen wir Gassi gehen? Ja? Heute scheint auch wieder die Sonne. Und Milo liebt das. So, es sind jetzt einige Stunden vergangen. Wir haben mittlerweile jetzt 15 Uhr, glaube ich. Und ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, dass ich telefoniert habe, E-Mails geschrieben habe, mit tausend verschiedenen Leuten gesprochen habe. Und ich muss euch jetzt leider was sagen, was ich persönlich jetzt richtig blöd finde. Aber ja, es lässt sich leider nicht ändern. Ich hatte euch ja gestern in meinem Vlog schon gesagt, dass ich ein richtig cooles Video für Mittwoch geplant habe, wo ich euch was, ja, verraten möchte, woran ich schon lange arbeite. Und dabei ging es um meine Schmuckkollektion. Und ich hatte auch gestern schon gesagt, wenn ihr mir auf meinen Social-Media-Seiten folgt, dann wisst ihr das ja. Das habe ich nämlich schon Ende November angekündigt, dass am 8. Dezember eigentlich meine Schmuckkollektion launchen soll. Das heißt, sie kommt dann heraus und man kann sie dann halt erwerben. Leider sind da ganz viele Schwierigkeiten aufgetreten und gestern hat sich dann kurzfristig eigentlich ergeben, dass es doch noch alles so klappt wie gedacht. Aber heute hat sich das dann alles sozusagen nochmal auf den Kopf gestellt und ja, das Ende von Lied ist einfach, dass ich mit dem Fertigprodukt, so wie es jetzt ist, nicht hundertprozentig zufrieden bin und ich deswegen euch einfach das noch nicht anbieten möchte. Das ist einfach so, dass wenn ich da nicht hundertprozentig hinterstehe, dann kann ich das euch einfach noch nicht zeigen, wenn ihr versteht, was ich meine, weil ich dann ja auch mich nicht ehrlich freuen kann und so und auch nicht richtig stolz auf dieses Produkt sein kann, wenn ich es selbst nicht zu 100% gut finde. Und deswegen wird sich das jetzt alles leider sehr weit verschieben und zwar ungefähr bis nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Und ja, da wollte ich euch nur sagen, sorry, aber ich bin selber mega enttäuscht. Also ich habe jetzt die letzten Stunden wirklich so viel rumtelefoniert und es habe noch irgendwie versucht, es irgendwie hinzubiegen, aber leider wird es nichts. Ich bin viele Möglichkeiten durchgegangen, aber das Ende vom Lied ist einfach, dass ich mich da jetzt nicht stressen möchte. Wenn ich eine Schmuckkollektion auf den Markt bringe, dann soll die auch perfekt sein. Und genauso, wie ich sie mir vorstelle, ich wollte eigentlich morgen meine Schmuckkollektion ankündigen, die sollte morgen zum Verkauf erhältlich sein, aber wie gesagt, das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, so, das wäre jetzt mein kleiner Rant und ich versuche mich gerade wieder launisch etwas zu bessern. Werde jetzt mit Kati in DM fahren und in Rossmann und mal nach ein paar neuen Produkten gucken und dann heute noch einen DM-Haul für euch filmen, damit ich morgen ein Video für euch habe. Ihr merkt schon, in letzter Zeit geht bei mir wirklich alles drunter und drüber. Da bin ich auch sehr gestresst deswegen momentan, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ihr Vlog-Kanalschauer, ihr kriegt halt jetzt schon so ein bisschen mehr mit, was bei mir so abgeht, auch mit dem letzten Video. Das hat ja auch alles kurzfristig nicht geklappt und das ist halt so ein Mega-Stress, weil ich einfach feste Upload-Tage habe und die immer einhalte eigentlich und ich da echt auch sehr ehrgeizig bin, sowas einzuhalten und nicht wie manch anderer dann einfach sagt, so ja nee, jetzt kommt halt 2 Wochen kein Video online, so bin ich halt nicht. Und deswegen mache ich mir da halt immer sehr viel Druck und versuche dann immer noch möglichst viel euch zu geben und trotzdem das noch irgendwie hinzubekommen und ja, ich möchte mich da jetzt nicht beschweren oder so, aber es ist halt im Moment wirklich, dass bei mir alles drunter und drüber läuft und nicht so, wie ich mir jetzt alles vorstelle. Und da habe ich gerade ein wenig mit zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen. So, ich bin jetzt mit Kati erstmal bei Subway. Schon wieder irgendwie mag ich Subway gar nicht. Das soll ich hier nicht so laut sagen. Aber irgendwie bin ich ja schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche oder so hier. Und habe mir wieder ein Chicken Teriyaki gekauft. Und Kati hat auch eins, nur mit ein bisschen anderem Belag. Und ich habe natürlich auch noch einen Cookie. Film deine Stirn nicht mit. Nur meine Stirn? Film ihn nicht mit, nur bis über die Augen war. Ach, du filmst deine Stirn nicht mit? Ich verstehe, ich filme nur deine Stirn. Nein. Oh, kann ich auch machen. Schön. Warum hast du die Augenbrauen so schön gemacht heute? Wir sehen heute irgendwie besonders von der Tür. Ja, ja. Wir sind jetzt im DM und schauen mal, was es hier so für Sachen gibt. Und ich habe gerade zum ersten Mal den Duschschaum von der Bibi gefunden. Aber leider ist Tasty Donut schon ausverkauft. Nur noch Creamy Mandarin. Was hast du da? Macht lustige Geräusche. Na, riecht nicht so gut, aber was habe ich hier? Perfect Happiness. Ah, das hast du gerade. Oh, schade. Ja. Was ist das? Vanilla Berries? Oh. Ja.
Aber hier ist noch... Nee, das riecht nicht gut. Riecht auch nicht gut? Nee, ich finde, das riecht nicht gut. Scheibenkleister! So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Meine freut sich auch sehr darüber, dass Fröchen endlich wieder zu Hause ist. Ne, mein kleiner Mann? Oh, das ist süß. Okay, was ich jetzt vorhabe ist, ich möchte meinen Weihnachtsbaum, den ich gestern bei Ikea gekauft habe, aufstellen und da dann gleich davor mein DM-Haul in der Weihnachts- bzw. Winteredition drehen. Ich dachte, das wäre doch eine ganz süße Idee. Ich glaube, eine Freundin kommt jetzt noch kurz vorbei, die will mir noch kurz helfen, aber die kann nicht so lang. Aber ich fange jetzt gerade schon mal selber an und versuche diesen Fake-Baum aufzubauen. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt irgendwie zusammenbauen muss oder ob der fertig da in dieser Tasche drin ist. Ich kann es euch nicht sagen. Wir werden es jetzt rausfinden. Und hier sind auch schon die ganzen Kugeln. Hier sind die, was ich gestern gekauft habe, so ein paar rote. Und dann hat meine Mama mir noch ganz viele silberne mitgegeben, wie ihr sehen könnt, damit das auch schön zu meinen Do-it-yourself-Bäumchen hier passt. Die sind ja auch in Rot und Silber. Ich will den Baum gerne da in die Ecke stellen, weil ich habe da eh noch so ein kleines Tischchen und ich dachte mir, das wäre ganz hübsch, wenn der dann hier neben dem Fenster steht, weil ich nicht weiß, wo ich den sonst hier im Wohnzimmer aufstellen soll. Das passt irgendwie nirgendwo so wirklich. Vor der Tür ist auch irgendwie doof. Deswegen denke ich, ist da doch eine ganz gute Lösung. So, jetzt habe ich auch eine Lichterkette da drin und jetzt geht's los mit dem Schmücken. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Ich bin irgendwie unglaublich müde gerade, deswegen mache ich mir jetzt mal hier so einen schönen, süßen, weißen Cappuccino. So, mein Bäumchen ist jetzt erstmal fertig. Ich überlege, ob ich mir noch Lametta oder sowas kaufe, weil ich persönlich bin jemand, der liebt es einfach, wenn Weihnachtsbäume so übertrieben voller Kugeln und alles Mögliche sind. Ich weiß, manche mögen das eher dezenter mit nur so drei Kugeln am Baum, aber ich mag es richtig viel. Und hier, so sieht er jetzt aus. Also ich, für meinen Geschmack ist er immer noch zu kahl. Andere würden jetzt wahrscheinlich schon denken, oh mein Gott, wie viel hast du denn da dran? Aber für mich könnte da noch mehr dran. So, hier nochmal ein closer Look. Ich habe unten einfach um diesen Tisch, beziehungsweise auch da um die Beine von dem Baum, habe ich einfach jetzt hier so meine Flauschdecke gelegt. Ich dachte, das sieht ganz süß aus, als ob der in Schnee steht. Und dann sieht man auch nicht so viel von dem ganzen Kabelwirrwarr. Das kann ich dann eigentlich einfach so... Zack, adios. Ups, was war da drunter? Da liegt schon einiges drunter. So, lassen wir das lieber. Ich habe mir gerade meine Fingernägel alle abgefeilt, weil mir sind drei abgebrochen und ich hasse das, wenn ich ja so drei Fingernägel kurz habe und alle anderen lang, dann mache ich alle kurz, weil das kann ich sonst überhaupt nicht ab. Deswegen sind sie jetzt alle kurz und ich werde sie mir jetzt passend zu meinen Lippen in knallrot lackieren und da habe ich richtig Bock drauf. Solange jetzt meine Nägel trocknen, was wahrscheinlich lange dauern wird, weil ich jetzt schon 10-mal draufgepackt habe und mich komplett vollgeschmiert habe, gucke ich mir natürlich auch Vlogmas-Videos an. Hier zum Beispiel von Lavita de Mac, die finde ich zum Beispiel ganz cool. Und ja, die hat auch immer sehr lange Vlogs, was cool ist. Diesmal geht's 19 Minuten, yay! Bis dahin sollte meine Nägel trocken sein. So, wir haben jetzt 9:30 oder so und ich fange dann jetzt auch mal an, meinen DM-Haul zu drehen. Ich habe mir gerade noch die Haare ein wenig schöner gemacht und irgendwie sehe ich so voll blass aus und meine Arme sind viel dunkler. Irgendwie muss ich mir mal ein anderes Make-up kaufen, was nicht so hell ist. Naja, wie dem auch sei, hier ist mein Setup gerade und jetzt fange ich mal an zu filmen. Bei demselben Weihnachtsessensstand von Alnatura habe ich mir auch diesen Fruchtpunsch mitgenommen. Der ist alkoholfrei und hier ist drin. Der hat mich irgendwie so angelächelt. Der ist alkoholfrei und hier sind. Oh, toll.
So, ich habe jetzt gerade mein Video komplett abgedreht und trinke gerade aus meiner IKEA-Weihnachtstasse ein bisschen Fruchtpunsch. Und welcher das genau ist, werdet ihr dann morgen um 15.30 Uhr auf meinem Hauptkanal sehen, wenn dann mein DM-Haul online kommt. Ja. So, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben. Wir haben bestimmt schon irgendwie 11 Uhr oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt ewig noch gedreht. Aber kein Problem. Jetzt werde ich noch den Vlog schneiden und vielleicht noch ein bisschen Sims spielen, weil ich da irgendwie gerade richtig Bock drauf habe. Und ja, dann werde ich auch ins Bett gehen und deswegen möchte ich den Vlog hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wenn ihr das Video seht, oder einen schönen Abend, morgen, was auch immer. Und dann bis morgen. Tschüss!